Herzlich willkommen bei Filzer Kran. Wir stellen euch heute den Eurogru DS267 vor. Bei dem Kran handelt es sich um einen kleineren, der speziell für enge Einfahrten super Technik hat. Wir haben heute eine Baustelle rausgesucht, die extra eng ist, um euch die ganzen Besonderheiten vom Kran zu zeigen. Die Baustelle hat eine Einfahrt von ungefähr 5 Metern. Die Straße nebendran hat auch nur 4,50 Meter und dann haben wir noch ungefähr einen Meter zwischen Straße und Einfahrt. Also da geht es 90 Grad um die Kurve, das wird sportlich. Wir sehen auch sehr gut. Hier hinten ist Pflaster verlegt. Das Pflaster ist nicht verfugt, also sehr gefährlich, dass es das wegdrückt oder so, wenn wir irgendwo zu viel Gewicht haben. Die Rinne, die ist auch nicht für Schwerlast ausgelegt, eigentlich nur für Autos. Hier haben wir sogar noch Kanaldeckel, also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen mit dem Gewicht. Spielt aber bei uns zum Glück keine Rolle. Wir haben einen besonderen Klappballast, da haben wir eine gute Achslastverteilung und müssen uns deswegen da keine Sorgen machen. Der Kran ist besonders wendig durch seine Lenkachse. Der fährt normalerweise nachlaufgelenkt und da kommt man wirklich ohne viel Probleme um enge Kurven schon rum. Und jetzt gerade für diese Hofeinfahrt hier, da müssen wir wirklich nummel dann in die Rangierlenkung übergehen. Dazu können wir hier den Drehkranz öffnen. Das ermöglicht uns, dass wir über den Drehkranz eigentlich nur mit rangieren. Und somit sind wir brutal wendig. Wir kommen eigentlich überall rein. Die Kundin will hier nur in die Garage rein- und rausfahren können. Deswegen müssen wir den Kran da so leicht schief reinstellen. Das wird uns durch die Lenkung natürlich nur ermöglicht und das Ganze auch nur ohne den Reifenabrieb mit der Lenktechnik spitze. Laut Kunde ist eine Starkstromsteckdose mit 16 Ampere vorhanden, aber wie wir sehen, halt mal doch nicht. Das wäre jetzt eigentlich ein großes Problem, weil wir halt keinen Strom hätten, aber wir ziehen unseren Joker. Wir können nämlich den ganzen Kran auf 230 Volt auf einer Lichtstromsteckdose betreiben. Dann können wir auch schon mit der Kranmontage beginnen. Dazu müssen wir natürlich den Kran zuerst mal auf die Füße stellen. Wir haben hier hydraulische Stützfüße. Das ermöglicht uns eine einfache Montage. Wie wir sehen, können wir hier einfach durch Hebelbetätigung den Kran per Libelle gerade richten. Hier sehen wir nochmal den Klappballast, den ich vorher schon erwähnt habe. Der ermöglicht uns eben, dass wir keine erhöhten Achslasten haben. Dadurch haben wir keine Sorgen um zum Beispiel das Pflaster hier. Und was aber ein gewaltiger Vorteil einfach ist, dass wir diesen ganzen Kran ohne Sondergenehmigung fahren können, wie einen ganz normalen Auflieger. Dann können wir also den Kran tatsächlich aufbauen. Und das Ganze ist auch kein Problem und kinderleicht, weil wir den über die Funkfernsteuerung einfach durch Tastendruck aufbauen können. Das Ganze passiert vollhydraulisch. Dementsprechend stellt sich der Kran quasi von selber auf. Der Kran ist trotz seiner Wendigkeit und Kompaktheit und Einfachheit ein wahres Wunder. Wir haben 26 Meter Ausladung und lupfen ganz vorne nur 750 Kilogramm. Ganz innen haben wir sogar 2200 Kilogramm und eine Hakenhöhe von 21 Metern. Unser Eurogru DS267 ist also wie gemacht für so eine Baustelle. Wo die anderen kapitulieren müssen, fangen wir erst an. Wenn Sie Interesse an einem Eurogru-Kran, wie zum Beispiel dem DS267 haben, wenden Sie sich gerne an uns, die Firma Filzer Kran, Ihr Eurogru-Händler im Allgäu.